Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Foto diese Woche. Wir waren mal wieder bei Kaufland. Juhu. Und waren diesmal sehr spät einkaufen. Also es ist jetzt schon 20 nach 17 Uhr. Schon fast halb sechs. Ja, aber dafür gab es noch viel Obst, Gemüse. Also diesmal muss ich Kaufland echt loben, muss ich sagen. Wir haben nichts. Wir haben 120 Euro ausgegeben. Und, 130 Euro, genau, denn 10 Euro hatte ich Pfand, weil wir bei Lidl keine Kisten abgeben können, so sammeln die sich. Und ja, 130 Euro. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Es ist richtig, richtig viel geworden, deswegen holt euch einen Kaffee und was zu knabbern und viel Spaß. So, als erstes kommen die gesunden Sachen. Ein Brokkoli haben wir mitgenommen. Einmal Quark für Tzatziki. Dann habe ich hier helle Äpfel mitgenommen. Einmal mein Kaffee. Ich glaube, letzte Woche hatte ich die rote Packung. Nee, die ist schon weg. Ja, ich glaube, die rote Packung und die war mir zu süß. Deswegen habe ich jetzt mal weniger Zucker mitgenommen. Mal gucken, wie die schmeckt. Also wie der Kaffee schmeckt. Dann hat Roy hier russische, glaube ich, sind russische, oder? Russische Gurken. Sind es russische? Ja, oder? Sieht man doch da unten. Knoblauchgurken, also so wie polnische Salzgurken. Hoffentlich schmecken die gleich, aber ich denke schon. Dann gab es hier so einen Stand mit Halloween-Sachen für 1 Euro. Ja, richtig. Ja, gründliches Händewaschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gehört habt. Da gab es einen Stand, so einen Halloween-Stand für Sachen mit für 1 Euro. Da haben wir diesen Eimer mitgenommen für nächstes Jahr, weil dieses Jahr laufen wir nicht wegen Corona. Aber dann haben wir wenigstens für die Kleine ein Eimerchen. Meinst du, nächstes Jahr ist Corona vorbei, oder? Ja, wenn es so weitergeht, nicht. Haferflocken hat sich Selina mitgenommen für Porridge. Es gab nämlich ein Jodelkonzert in Berchtesgaden und deswegen sind sie alle wieder... Ja, alle machen Party, Schatz. Kann man nicht verzichten, leider. Aber egal. Ich sage zu dem Thema lieber nichts mehr. Ein Bier. Ein Bierle. Die werden nächstes Jahr 40. Eine Aubergine. Ja, feier. Ja. So, du bist schnell eingeladen. Pflanzenfett zum Braten. Dann habe ich richtig Lust, heute einen Salat zu machen. Den lassen wir gleich drauf. Den aber dann später. Unterzeugen hat sie das auch. Salami mit Käserand. Unterzeugen. Brötchen wieder, Kaiserbrötchen zweimal. Diese bunten Erdnüsse. Ja, wie kamen die denn da rein? Ja, hallo. Aha. Und Linda, so, ist übrigens egal. Rittersport im Angebot. Da hat euch zwei verschiedene mitgenommen. Was hast du mitgenommen? Gebrannte Mandeln und, ich muss selber gucken, Haferkeks und Joghurt. Okay. Ja. Die guten waren schon ausverkauft. Eine Packung Nudeln. Hm? Dann wieder die Tortellinis mit Brokkoli und Karotten. Honig, im Honig. Hörnchen. Dann habe ich was Cooles mitgenommen. Da bin ich schon letztes Mal dran vorbeigelaufen. Ich dachte eigentlich, es wäre eine Glasflasche, aber es ist eine Plastikflasche. Salatsoße, fertig gemischt, schon damit es schneller geht. Weil ich 6 Zimtschnecken. Dann hat Selina hier so ein Weißbrot mitgenommen. So toastähnlich. Zweimal meine Milch, laktosefrei. Aber viele fragen, ob ich laktoseintolerant bin. Ja, also bei Milch reagiere ich extrem im Moment. Bei anderen Sachen geht es noch so, aber bei Milch extrem. Deswegen nehmen wir immer die Milch mit, genau. Nochmal so ein Bier, was der Roy immer mit 7-Up zusammen mischt. Ein Lipton-Eistee. So ein Frucht-Buttermilch-Joghurt mit Himbeere. Dann habe ich mal wieder Brühe mitgenommen, Gemüsebrühe von Maggi. Dann habe ich so kleine Möhrchen mitgenommen, die werden auch immer kleiner, oder? Für, süß. Für die Schule zu mitgeben. Dann haben wir so eine Soße hier für einen Kuchen, so eine Haselnuss-Glasur. Dann war hier dieser Saft, 1,44, hast du gesagt. Oder was? 1,16 Euro. 1,16 Euro im Angebot, da hat Roy gleich verschiedene mitgenommen. Mit Vitaminen. Dann haben wir zweimal rote Beete im Glas. Die ist nämlich mega lecker. Dann habe ich so kleine Tomaten mitgenommen. So
Pläne hast du mit dir? Einmal Spaghetti. Spaghetti-Skis und Joghurt. Ja, das sind die russischen Nudeln. Kennst du den Spagowskis? Spaghetti-Skis sind diese. Sollen wir doch ein Witze machen, weil ich komme aus Polen. So. Nicht, dass es wieder älter geht. Sieht man doch. Danke. Was, war das jetzt ein Kompliment? Nur polnische Frauen sind so hübsch. Tote Ellen. Du bringst mich durcheinander. Ich sag schon, Tortellini ist so Trauben. Dann hat Selina hier so Chicken mitgenommen. Ja, aber die tollen. Dings habt ihr noch nicht gezeigt, Schnitzel, gell? Ja, kommt gleich. Kuchen haben wir mitgenommen wieder. Ja, willkommen. Diese Honey-Dinger hat Selina sich ausgesucht. Hey, wie sie wieder tragen können. Guck mal, irgendwie am Bus. Diese Hanuta-Riegel. Ja, die rutschen die nicht mal in den Wagen rein. Ich weiß auch nicht. Dann Brioche, aber es ist nicht geschnitten. Habt ihr das gesehen? Ja, weil es gab dieses Brioche nicht. Das ist auch kein Brioche, das ist ein Gagé. Französisch. Wenn du wärst intelligent, dann... Ja, ja, halt die Klappe. Ja. Knoppers. Da war ja hier Nüsse, Studentenbutter mitgenommen, so, Classic. Ja. Ja, heute Abend haben wir verschiedene Brötchen mitgenommen. Helle, dunkle, blaue und so weiter. Dann möchte ich einen polnischen Krautsalat machen. Mit Spitzkohl. Habt ihr noch nie gemacht? Die Frau in der Kasse hat mich dreimal zurückgeschickt, weil ich jedes Mal falsch gewogen habe. Das ist kein Spitzberg irgendwas. Ich sage, hallo, da war irgendwas mit Spitz. Ja. So, dann haben wir so kleine Mini-Kiwis mitgenommen. Die habe ich bei meiner Schwester gegessen und ich fand die so süß. Für die Kinder. Vielleicht die Schule zu mitnehmen. Genau, das passt doch perfekt in die Dose rein. Cola. Eine Spezi. Dann wollen wir Kürbissuppe machen diese Woche. Den kleinen Kürbis. Dann nochmal so ein Fruchtbutter mit Zitrone. Fruchtbutter. Wunderbar. Tortellini mit Käse. Kann hier gar nicht. ein Lipton-Eistee für Lukas. Muss das im Clash Kühlschrank oder? Nö, Laktose. Kannst du gleich draußen lassen, weil ich mache ja den Salat. Ja. Dann hat Rolf für sich einen Saft mitgenommen, für ihn. Ja, das stärkt die Manneskraft. Die okay. Sehen hat sich Leibniz-Kekse mitgenommen, dunkle. Dann haben wir eine Packung Pampers mitgenommen. Ja, für Martha, damit ich hatte noch aufnehmen. Gutschein für 1 Euro. Halli Gosch. Wieso schmeißt du die Pampers auf den Boden? Sag mal. Arsena hat sich hier auch von diesem 1-Euro-Stand hier so für Halloween-Deko halt. Und dann haben wir noch so ein Pizza-Kit mitgenommen. Möchtest du auch mal was Gesundes zeigen, wie zum Beispiel 2 Gurken? Ich bin gar nicht aus der Kuhliste. Ihr habt's gesehen. Achso, hier sind noch Kartoffeln. Kartoffelspieß. Und kleine Flaschen mit Wasser. Das Gott nicht mehr zu. Und das war's, gell? So, kann es weg? Zweimal Banane. Du Flaumen? Ja. Was kann weg? Das ist hinter mir, ja. Dann habe ich einen polnischen Käse mitgenommen. Den habe ich zum ersten Mal gesehen. Ich bin, glaube ich, immer daran vorbeigelaufen. Ja, ich werde im Vlog zeigen, wie wir den essen. Wahrscheinlich mit den Händen, oder? Wie ich den zubereite. So. Roy hat wieder hier rote Grütze mitgenommen. War's bei Osterland ist aus Thüringen. Ach so. Hier, Qualität aus Thüringen, so wie ich. Und Selina. Schokopudding für die Kinder. Kriegst du ein Taschengeld erhöhen, von keinem Cent auf einen Cent. Für Roy seine Arbeit so Salami-Brötchen. Dann waren noch die Goldstücke im Angebot für 1,41 oder 1,15 sogar. Vielleicht ist es nicht ganz genau. Spaghetti nochmal. Komm wieder, ein Taschengeld mehr noch. Spinat, wieder so eine kleine Packung, weil die Kinder mögen es ja nicht. Dann habe ich Bulgur mitgenommen. Bulgur. Käseflips für abends. Zeitung. So, jetzt kommt's, gell? Danke an diejenige, die das kommentiert hat. Ja, wieso? Schnitzel zum selber machen. Ja. Wenn man ein bisschen Stress an der Arbeit hat, kann man klopfen. Ja, so, und dann ist ja nur Mehl, Paniermehl und Ei. So, und dann ein bisschen wenden und dann stutzen. Ja, ja. So eine Salami-Pizza. Ah, da müssen wir wieder schneiden. So.
So. Salami und Tomate. So. Dann hat er gleich Paniermehl mitgenommen. Ja, für die Schnitzel, damit die auch wirklich wissen, dass ich es mache. Und nicht nur Sack. Nochmal Salami. So wie du. Schweinebraten. Du Schwein. Lachsschinken. Joghurt. So, ihr Lieben, das war unser Futter für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch nächste Woche wieder. Tschüss. Ja.